Sichern Sie Ihren Arbeitsbereich ab und stellen Sie Warnschilder auf. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch an die Wasserleitung an. Verlegen Sie Ihren Wasserzufuhrschlauch so, dass keine Stolperfallen für Sie und andere entstehen. Stellen Sie den Reinwasserfilter in der Nähe Ihres Arbeitsbereiches auf, sodass Sie sich frei um diesen bewegen können. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch am Gerät an. Verbinden Sie jetzt die Enlight-Teleskopstange über den Enlight-Schlauch mit dem Reinwasserfilter. Prüfen Sie im Display des TDS-Meters die Wasserqualität. Der Wert für die Wasserqualität sollte dabei 10 ppm nicht überschreiten. Fahren Sie die Enlight-Teleskopstange entlang der Fassade nach oben aus. Verlängern Sie bei Bedarf Ihre Enlight-Teleskopstange mit einer oder mehreren Erweiterungsstangen. Arbeiten Sie etagenweise von der obersten Etage nach unten. Starten Sie mit dem Rahmen zuerst oben, danach die seitlichen Rahmenteile. Waschen Sie die gesamte Fläche gut mit der Bürste ein. Arbeiten Sie in vertikalen Bewegungen auf und ab. Achten Sie auf den Reinwasserfilm, der auf der Scheibe entsteht. Reinigen Sie zuletzt den unteren Rahmen. Zum Schluss spülen Sie die Scheibe. Winkeln Sie dazu die Bürste an. Fertig, nun wechseln Sie zum nächsten Fenster.